Willkommen hier im Folterkeller. Unser Peugeot ist noch hier am Start und ich habe die Haube gerade frisch komplett von allen Versiegelungsrückständen befreit und wir haben jetzt hier überhaupt kein Abhellverhalten drauf. Werden wir gleich sehen. Boah, es ist halt richtig frisch heute. Ich glaube, wir haben irgendwie 5 oder 6 Grad, aber trotzdem kann ich den Test natürlich jederzeit für euch durchführen. Die Halle wärmt sich so schon beim kleinsten Sonnenstrahl richtig schön auf. Super angenehm. Und jetzt gucken wir uns mal hier eine neue Kategorie an. Teil 1. Synthetic Spraybacks. Teil 2, ein Hartwachs, das Super Splash von Soft 99. Sehr, sehr spannende Ergebnisse bei beiden Videos jetzt schon. Und jetzt tauchen wir mal in eine Kategorie ein, die ultraschnell anzuwenden ist. Und da aber natürlich jetzt so den Haken hat, wie ist es da so um die Standzeit? Wie ist es da so um die chemische Resistenz? Wie viel hält das Produkt aus? Und dazu nehmen wir mal eine meiner Lieblings-Nassversiegelungen, und zwar von Sonax hier, die Ceramic Nassversiegelung. SI Carbon Technologie hat man auch schon im Test. An meinem Audi läuft ja aktuell zu dem Zeitpunkt sogar noch. Und da habe ich euch natürlich auch noch ein Fazit zu drehen. Wird in nächster Zeit auch passieren. Und jetzt bin ich echt gespannt. Eine Nassversiegelung. Schreibt mal schon so ein bisschen oder überlegt mal, was könnte so das Fazit sein? Meine Befürchtung oder meine Annahme ist, dass das sich relativ schnell runterlösen wird. Weil das eine Versiegelungsart ist, die auch nicht so eine extrem starke Bindung am Lack hat, natürlich super schnell anzuwenden geht. Mal so für zwischendurch, zack, Nassversiegelung drauf, abstrahlen, perfekt, Auto rausfahren und los geht's. Und das ist natürlich, wie Andreas immer sagt, alles kompromissbehaftet. Sehr, sehr einfache Anwendung, sehr schnell, sehr effektiv. Kann das dann aber so die starke Chemie aushalten, das finden wir heraus. Und wir wenden das wieder gemeinsam an, weil das geht hier super einfach. Eine Nassversiegelung wird auf den nassen Lack aufgesprüht. Schaut nochmal hinten auf die Rückseite drauf. Manche Nassversiegelungen brauchen so ein bisschen andere Liegezeiten, bevor sie wieder abgestrahlt werden können. Fahrzeug waschen, haben wir. Klar, Wasser abspülen, überhaupt kein Problem. Flasche schütteln, Sprühdüse öffnen und dann immer auf das nasse Fahrzeug sprühen. Zusammenhängende Bauteile, Motorhaube, Dach. Wir machen nur die Motorhaube. Und immer in einem Arbeitsgang behandeln. Sofort mit reichlich klarem Wasser nachspülen und das Fahrzeug trocknen. Also aufsprühen, ein paar Sekunden warten, nochmal kurz die Sonne genießen und dann abstrahlen. Und das ist natürlich super einfach von der Anwendung. Und das machen wir jetzt mal gemeinsam. So, erstmal der Ausgangszustand. Also hier ist 0, gar nichts an Abhellverhalten drauf. Und jetzt achte mal drauf, wenn wir hier mit der Nassversiegelung drauf gehen. Schön gleichmäßig. Ich sprühe wirklich mal ein, zweimal mehr drauf, weil wir hier noch einen dicken Wasserteppich drauf hatten. So, jetzt strahlen wir es einmal ab. So, und weil wir hier wirklich, man sieht jetzt schon einen deutlichen Unterschied, guck mal. Aber es ist noch nicht die Hauptperformance, weil wenn zu viel Wasser auf der Oberfläche drauf liegt, dann hat eine Nassversiegelung echt zu kämpfen. Und deswegen lasst die Nassversiegelung nur auf eine Oberfläche, wo das Wasser schon ein bisschen runtergelaufen ist. Wenn da so ein richtig dicker Teppich drauf ist, dann hat eine Nassversiegelung richtig Schwierigkeiten. Werde ich vielleicht auch nochmal ein extra Video machen. So, wirklich. Und deswegen gebe ich der Sache nochmal eine zweite Runde, weil es sonst einfach ungerecht ist. Weil das sonst durch den dicken Wasserteppich, der drauf ist, nicht auf den Lack kann. Und so ist natürlich deutlich besser. Strahlen wir jetzt nochmal ab. Haha, perfekt. Auch nochmal schön, euch das nochmal so schön zu zeigen. Funktioniert sehr, sehr gut. Die Nassversiegelung oder auch generell die Nassversiegelung haben nicht diesen, aber guck mal, jetzt unterbrechen mich gleich die Tropfen. Es hat nicht dieses extreme hydrophobische, aber sehr gut. Man sieht es an der Tropfenform. Auf den Ablaufbahnen haben wir aber so ein paar kleine Tropfen. Aber ich habe noch keine Nassversiegelung gesehen, die das so stark kann, wie zum Beispiel Brilliant Shine Detailer, jetzt wollen wir bei Sonax bleiben. Aber von der Nassversiegelung, Leute, sprühe nochmal drauf. Guckt mal, das ist doch total, total tolles Ergebnis. Super einfach, super schnell. Wir lassen mal das Ganze hier noch ein paar Stunden, vielleicht so 2, lassen wir es mal noch drauf, weil eine Nassversiegelung eigentlich keine 24 Stunden Aushärtezeit braucht. Jedenfalls habe ich noch nichts gelesen und auch noch von keinem die Info dazu bekommen. Also es perlt wirklich sehr, sehr gut. Auto steht auch leicht nach hinten gekippt, weil natürlich hier ein Gefälle ist Richtung Mitte. Also Haube ist sehr weit nach hinten geneigt, deswegen laufen auch die Tropfen nicht so schön los wie sonst. Aber
hat gut funktioniert. Wir lassen der Sache mal noch so eine Stunde Zeit und dann legen wir los. So, und bei diesem Test habe ich jetzt so ein kleines Problem. Entweder ich trockne jetzt nochmal mit Luft oder wir versuchen heute mal in dem Video, ich versuche es einfach mal. Wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir den Test nochmal wiederholen. Aber ich werde mal ohne Abtrennung arbeiten. Ich werde mal versuchen, hier nur auf den Rand aufzusprühen. Dann den Rand, also wir werden keine schönen Streifen und Balken haben, sondern ich muss das wirklich mal so ein bisschen versuchen, so flächenmäßig einzusprühen. Wir müssen es einfach mal ausprobieren, weil nur so geht das jetzt hier bei so einer Nassversiegelung. Mach mal die Abtrennung hier an dieser Kante, das heißt, wir gehen mal hier drauf. Aber wir sehen ja, wo ich dann mal aufsprühe. 1:80, achso, das waren jetzt 1,5 Stunden, von den Tropfen hat sich gar nichts bewegt. So, und jetzt, damit es hier nicht rüberläuft, gehe ich mal nur hier vorn hin und lass mal hier so einen kleinen Streifen frei. Wir brauchen ja keine Riesenflächen, vielleicht können wir das da sogar noch besser beurteilen. Ich will halt nicht, dass was von hier oben hier so rüberläuft. Hier läuft zwar jetzt was rüber, aber das ist nur Wasser. Ab hier ungefähr ist dann das Produkt. Deswegen lasse ich mal nur diesen kleinen Bereich hier vorn. Ob das jetzt eine Riesenfläche ist oder eine ganz kleine, ist ja am Ende auch nicht das Problem. Hier sprühen wir. Ich versuche sogar mal hier eine kleine Fläche noch zu lassen. Da haben wir auch den Vergleich dann zu oben. 1:10 und die pure Variante wieder hier in dieser Vertiefung. Bis hoch aber. Ich denke mal, wir haben auch trotzdem hier eine Abtrennung. Auch wenn hier mal ein bisschen was rüberläuft. Aber hier ist ja eh pur. Da geht das schon klar. Und hier drüben klappt es gut. Also, so lassen wir das. 2 Minuten. Das hat es voll ausgehalten, dass ich kein Problem. Jetzt spülen wir das hier einfach mal so ein bisschen runter. Okay, also ich habe gleich mal von oben ein bisschen abgestrahlt. Also 1:80, Leute, muss ich sagen, sieht noch echt gut aus, oder? Gucken wir mal. Man sieht ja auch nochmal, dass wir hatten ja 1,5 Stunden Wartezeit, dass so eine Nassversiegelung da nochmal ein bisschen was rausholt. Aber ich kann euch sagen, ich habe das jetzt ja schon 1,5 Flaschen leer gemacht davon für viele Tests und meine privaten Sachen. Da hast du einfach, mehr kommt nicht. Also das, was ihr hier seht, ist wirklich für mich 100%. Also 1:80. Geht absolut klar, für eine Nassversiegelung, Leute. Ich bin auch hier wieder, ich habe es im letzten Video schon gesagt, echt beeindruckt von der Rezeptur, also auch nochmal einen Daumen hoch hier an Sonax. Das ist jetzt auch nochmal ein Beweis für die chemische Beständigkeit. 1:40. Also auch wirklich sehr, sehr gut, wie ich finde. Vielleicht einen minimalen Tick hinter dem 1:80 jetzt nach der ersten Runde. Aber auch da, wir können mal mit oben vergleichen. Nee, du siehst zwischen oben und unten keinen Unterschied. Da oben haben wir ja gar nicht hingesprüht. Wirklich sehr schöne Leistung. 1:10 hier jetzt. Ja, und der Anruf, der hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Leute, deswegen hier nochmal so auf Stimme. Ich habe leider vergessen, euch die 1:10 und die pure Mischung zu filmen. Deswegen ging es jetzt gleich weiter mit Runde 2. Aber da sehen wir auch nochmal schön die Ergebnisse. Es hat nur bei pur etwas angegriffen. Deswegen jetzt hier aktuell Runde 2. Ja, also hier sieht man jetzt schon bei pur, dass das schon deutlich angelöst hat, ganz klar. Aber jetzt mal im Detail. Fangen wir erstmal hier drüben bei pur an. Ja, da haben wir einen dichten Wasserfilm. Lack ist aber trotzdem sauber. Also es bleibt natürlich jetzt hier kein dicker Teppich zurück. Das sieht eigentlich gut aus soweit, aber natürlich Produkt dann am Ende irgendwann. Gucken wir mal hier bei 1:10. Also 1:80 sieht noch sehr, sehr gut aus, wie ich finde.
1:40 eigentlich auch noch in Ordnung. Und Leute, das finde ich echt beeindruckend, wie stark die Nassversiegelung, dass sie durchhält. Ich hätte das deutlich schwächer eingeschätzt. Muss man auch zugeben, ganz klar. 1:10. Finde ich auch gar nicht so weit dahinter und pur. Es ist aber auch noch nicht kaputt. Wir machen nochmal Runde 3 und gehen nochmal drüber. So, und jetzt Runde 3, spülen wir wieder alles ab. Ich fange mal hier oben an, das ist immer besser. Oh ja, hier sieht man es jetzt schon ganz deutlich, ne? Also hier haben wir jetzt schon nach der dritten Runde, da haben wir dann doch die Ablösung. Also irgendwann schafft es das Produkt dann doch nicht mehr. Aber ey Leute, wir reden über Nassversiegelung. Dafür finde ich es schon echt ein sehr erstaunliches Ergebnis. Also 1:80. Also hier muss ich ganz klar sagen, Leute, das sind für mich, das sind 100%. Das hat 3 Runden 1:80 auf jeden Fall standgehalten. Sehe ich überhaupt kein Problem. Auch sehr, sehr eindrucksvoll. Super gut. 1:40. Da haben wir dann doch schon einen gewissen Unterschied. Sieht man auch ganz deutlich. Ich gehe nochmal hier oben hin. Ja, doch, man sieht's. Aber nicht so stark, wie ich gedacht hatte. Also auch 1:40 finde ich, wenn ihr jetzt so eine Nassversiegelung regelmäßig drauf liegt, könnte sogar auf 1:40 runtergehen. Oder hochgehen, je nachdem, wie ihr das seht. Und hier das als Insektenentferner nutzen, finde ich auch noch okay. Aber man sieht deutlich einen Unterschied, finde ich, zwischen 1:40 und 1:80. 1:10 hiervon. Ja doch, da sieht man das schon. Also hier würde ich auch sagen, auch wenn es sich immer noch schön zusammenzieht, Abhörverhalten gegenüber hier oben ist aber schlechter, das sieht man. Hier oben sehr schön schnell und zusammenziehend. Und hier haben wir einen Wasserfilm. Also auch klar, ich finde auch hier nochmal eine schöne Abstufung. Aber 1:10, ich muss sagen, ich hätte es mir noch schlimmer vorgestellt oder noch schlechter. Also auch hier, Daumen nach oben für eine Nassversiegelung oder für die Ceramic Spray Versiegelung. Sorry, Nassversiegelung. Und jetzt hier bei Pur. Das ist auch ein massiver Unterschied. Auch nochmal hier der Unterschied. Zieht sich halt echt ganz schnell zusammen. Und hier ist die hydrophobe Eigenschaft natürlich auch weg. Beziehungsweise halt wieder auf dem Standardlevel, wenn das Auto einfach einen richtig schönen, sauberen, gepflegten Lack wieder aufweist. Also, deutliches Ergebnis, schnelles Fazit. Also ich bin sehr, sehr positiv beeindruckt, Leute. Ich hole nochmal die Nassversiegelung hier ran. Ganz, ganz großes Kompliment und der Test zeigt es auch nochmal. Im letzten Video, wo wir das Update gedreht haben zur Nassversiegelung und zur Sprayversiegelung, da hat man auch schon so gemerkt, okay, die Nassversiegelung liegt hinter der Sprayversiegelung. Aber der Test zeigt auch nochmal, dass so eine Nassversiegelung trotzdem eine sehr schön hohe chemische Resistenz aufweisen kann. Auch bei der puren Variante hier, was natürlich extrem massiv ist an Belastung, mussten wir die dritte Runde auf jeden Fall durchführen. Aber dann hat es echt schnell seine Leistung verloren. Wenn das einmal so ein bisschen aufgebrochen ist und die Bindungen so sich gelöst haben, dann geht das ruckzuck, dann ist so ein Produkt runter. Also das schwächt sich nicht linear, sondern wirklich so zack und irgendwann bricht es komplett zusammen. Und das hat man hier auch schön gesehen. Aber trotzdem, Leute, wir reden hier über wirklich einen sehr schönen, starken Vorreiniger, ein Konzentrat, was ich verdünnt habe. Und da sehen wir nochmal deutlich die Unterschiede. Und 1:80, absolut top.
für eine Nasenversiegelung. Also das passt ideal zusammen. Und da habe ich euch ja auch schon mal ein Video gemacht. Welche Pärchen sollte man wählen? Wenn man sagt, ich will was Einfaches, was Schnelles, zack, Nassversiegelung drauf. Dann hier mal Insekten entfernen und dann sagen, okay, nach der übernächsten Wäsche, zack, wieder Nassversiegelung drauf. Hat aber alles wieder seine Vor- und Nachteile. Geht natürlich auch irgendwann ins Geld, weil ihr für so ein Fahrzeug mit so einer Nassversiegelung natürlich auch hier, das schafft ihr nicht 10 Fahrzeuge. Alles kompromissbehaftet. Schwierig. Aber auf jeden Fall, großes Kompliment für die chemische Resistenz. Gut gesehen. 1:10 ist ja schon richtig heftig und dass es dann irgendwann auch mal geknackt wird, war klar. Aber Kompliment für 1:80, 1:40, das hat hier die Nassversiegelung echt gut mitgemacht und deswegen nochmal Daumen nach oben hier dafür, fürs Produkt. Ich hoffe, ihr gebt mir auch einen Daumen nach oben fürs Video und ich hoffe mal, das war auch kompakt und kurz für euch. Ich versuche es möglichst kompakt und schnell zusammenzuschneiden, damit ihr da einfach schnell die Infos bekommt. Aber ihr wollt natürlich auch mit den Prozess beobachten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Video, auch in dieser Kategorie. Und mal sehen, was wir uns als nächstes anschauen. Das war wieder was Einfaches, jetzt machen wir wieder ein bisschen was Aufwendigeres, oder? Bis zum nächsten Mal. Danke euch, gerne teilen. Ciao.